Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Bevor wir in die Sitzung eintreten, darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute unseres ehemaligen Kollegen Karl Schnabel zu gedenken, der am 26. Februar 2017 im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Karl Schnabel wurde am 14. März 1938 in Dortmund geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Lehre als Klempner und Installateur, bevor er seinen Wehrdienst ableistete und eine weitere Handwerkslehre als Zentralheizungsbauer anschloss. Seit 1961 war er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und von 1984 bis 1992 Vorsitzender des Unterbezirks Marburg seiner Partei. Zudem war er Mitglied der IG Metall. Von 1965 bis 1968 war er Stadtverordneter in Marburg, von 1972 bis 1985 ehrenamtlicher Stadtrat. Im Kreistag Marburg-Biedenkopf gehörte er seit 1974 an und war von 1979 bis 2006 ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter. Karl Schnabel gehörte im Hessischen Landtag vom 1. Dezember 1974 bis zum 4. April 1995 an. Er war unter anderem Vorsitzender des Unterausschusses zur Nachprüfung der Staatshaushaltsrechnung und stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses, sowie Mitglied zahlreicher weiterer Ausschüsse in seiner Zeit als Abgeordneter unseres Hauses. Er engagierte sich ehrenamtlich, und zwar als Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Marburg, dessen Ehrenvorsitzender er seit 2011 war, und er war Mitbegründer der Marburger Tafeln. Für sein Engagement wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse sowie dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der Hessische Landtag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere aufrichtige Teilnahme gilt seiner Frau, seinen Kindern und seinen Angehörigen. Sie haben sich zu Ehren von Karl Schnabel von den Plätzen erhoben. Ich bedanke mich herzlich. Meine Damen und Herren, ich eröffne die 100. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und darf Sie zu Beginn dieser Plenarsitzung zunächst um Ihre Aufmerksamkeit für eine Erklärung, die ich abgeben möchte, bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn der letzten Sitzung des Hessischen Landtags haben wir, die Abgeordneten des Hessischen Landtags, uns geschlossen mit zwei unserer Kollegen solidarisch erklärt, nachdem diese von einer türkischen Zeitung wegen ihrer ablehnenden Haltung zur beabsichtigten Verfassungsänderung der Türkei massiv kritisiert und unter Druck gesetzt wurden. Dies war ein notwendiges und sogleich eindeutiges Bekenntnis zu unserer freiheitlich-rechtsstaatlichen Grundordnung. Die Bundesländer insgesamt und damit auch unser Bundesland Hessen haben über die individuelle Solidarität für Kolleginnen und Kollegen auch eine gesamtstaatliche Aufgabe als verfassungsgebundener Teil der Bundesrepublik Deutschland. Der Hessische Landtag als höchstes Verfassungsorgan unseres Bundeslandes bekennt sich natürlich zu dieser Verantwortung. Daher ist es für mich zunächst ein hohes Gebot,
die Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel durch den türkischen Staat ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Die Tatsache, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dass Deniz Yücel aus der Hessenstadt Flörsheim stammt, ist zudem ein zusätzliches Element unserer Pflicht, diese inakzeptable Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, des Rechts auf freie Ausübung der journalistischen Betätigung in aller Deutlichkeit anzuprangern und unmissverständlich die sofortige Freilassung des Journalisten zu fordern. Dies werden wir auch im Rahmen dieser Sitzung diskutieren. Gesamtstaatliche Verantwortung zu tragen, heißt aber auch, meine Damen und Herren, Stellung zu beziehen, wenn Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland und deren demokratisch legitimierte Vertreter oder Vertreterinnen angegriffen werden. Den Vergleich der Bundesrepublik mit dem Nationalsozialismus durch den türkischen Staatspräsidenten und die Verunglimpfung der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland mit nationalsozialistischen Vergleichen und Emblemen ist eine ungeheuerliche Angleichung. Sie stellt eine Beleidigung sowohl der Person der Bundeskanzlerin dar, wie auch der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und letztlich auch des Deutschen Bundestages und des gesamten deutschen Volkes. Das wollen wir kritisieren. Meine Damen und Herren, diese politische Auseinandersetzung bedarf der schärfsten Zurückweisung. Wir leben in Deutschland und in Hessen mit Menschen aus vielen Nationen und mit vielen Wurzeln in vielen Ländern dieser Welt friedlich zusammen. Die allermeisten in Hessen oder in Deutschland lebenden Menschen sind sich der freiheitlich-rechtsstaatlichen Grundordnung des Landes, in dem sie leben, bewusst. Dies erwarten wir auch von jedem in unserem Lande, welche Wurzeln er auch immer haben mag. Die unsachlichen, historisch unhaltbaren, aggressiven und feindseligen verbalen Angriffe führender Vertreter des türkischen Staates, inklusive des Staatspräsidenten, spalten nicht nur das türkische Volk in der Türkei, meine Damen und Herren, sondern auch die türkische Gemeinschaft, die Staatsbürger der Türkei oder deutsche Staatsbürger türkischer Herkunft hier in Hessen und hier in Deutschland. Das geht nicht. Demokratie führt zusammen. Wer aber spaltet, entfernt sich von der Demokratie. Ich schließe mit der Zitierung der Erklärung der Vereinten Nationen, die auch die Türkei als Mitglied der UN unterschrieben hat. Und das ist im Kapitel 1, Artikel 1 niedergelegt. Ich zitiere, die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele, eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, diesem Ziel entspricht das Verhalten der türkischen Politik in Wort und Tat nicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden ja im Rahmen der Tagesordnung das Thema näher noch beleuchten. Ich gehe die Sitzung insofern, dass ich jetzt in die Tagesordnung eintrete und zunächst feststelle, dass diese Tagesordnung vom 14. März 2017 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 51 Punkten Ihnen vorliegt. Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 42 bis 46 entnehmen, dass 5 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen sind, die wir entsprechend unserer Geschäftsordnung durchführen, mit jeweils 5 Minuten pro Aktueller Stunde und beginnen am Donnerstagmorgen um 9 Uhr. Der Tagesordnungspunkt 10, der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU Bündnis 90 die Grünen betreffend Städtebauprogramm finanziell deutlich gestärkt und breiter aufgestellt, Drucksache 19
45/32 wird auf Wunsch der antragstellenden Fraktionen von der Tagesordnung abgesetzt. Noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP betreffend parlamentarische Anhörung zum Klimaschutzplan, Drucksache 19/4699. Meine Damen und Herren, wird der Dringlichkeit wird bejaht? Ist der Fall? Keiner widerspricht? Dann wird das Top 52, 5 Minuten pro Fraktion. Zudem eingegangen, Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, wir bitten, diesen Antrag nach der Regierungserklärung aufzurufen und auch dann abzustimmen, weil das im Kontext mit der sonst macht es keinen Sinn, den in den Ausschuss zu geben. Ohne Aussprache. Also Konsens, machen wir so. Dankeschön. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend keine Wahlkampfauftritte für türkische Regierungsmitglieder in Hessen, Drucksache 19/4700. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Das wird Top 53. Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Dann machen wir das so. Genehmigung der Tagesordnung. Widerspricht jemand der Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Wir tagen heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde und kommen dann zu Top 2 der Regierungserklärung. Entschuldigt fehlt heute der Finanzminister, Herr Staatsminister Dr. Schäfer im Hause und Kollege Quanz ganztägig fehlt auch. Heute ganze Woche. Dann gehe ich davon aus, dass er erkrankt ist. Dann wünsche ich ihm gute Besserung von hier aus. Erkrankt ist auch Kollege Wiegel, der es bei mir entschuldigt hat. Auch die ganze Woche. Alles klar, danke schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hinter uns drei Hübschen hier vorne sehen Sie die Auswahl der Geschichte Hessens. Das hat die Landesschule Korbach entschieden. Wer hier gezeigt wird, Konrad Zuse, Bettina von Arnim, Max Beckmann, Justus von Liebig, Jakob Grimm, Elisabeth Selbert und Wilhelm Grimm. Das sei Ihrer geschichtlichen Fantasie empfohlen, dann nachzugucken, was Sie alles geleistet haben für Hessen. Um 19 Uhr kommt der Hauptausschuss in 501a zusammen für die Mitglieder. Ich gratuliere zu einem runden Geburtstag Frau Kollegin Petra Müller-Klepper. Liebe Frau Kollegin, herzlichen Glückwunsch, alles Gute für Ihre Gesundheit, für Ihre Zukunft. Wo ist sie? Sagt sie weiter. Okay. Heute hat Geburtstag der Kollege Kassagert. Herr Kassagert, wo sind Sie denn? Da hinten ist er. Es ist etwas Besonderes, wenn man im Landtag Geburtstag feiert. Und das Beste, was wir drei zu bieten haben, schicken wir jetzt zu Ihnen mit noch etwas Besserem innen drin. Alles Gute für Ihre Gesundheit und für Ihre Zukunft. Glückwunsch. So. Bitte? Ja. Herr Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eben vom Landtagspräsidenten die Entschuldigungen gehört. Wir haben im Termin der Landesregierung gesehen, dass Frau Puttrich morgen nicht da ist. Das ist nachvollziehbar, ist auch berechtigt. Sie vertritt die Landesregierung bei der Vereidigung des Bundespräsidenten. Das ist völlig unstrittig und auch völlig akzeptiert. Der MP ist auch entschuldigt. Hier geht es aber um den Finanzminister. Er ist für heute entschuldigt. Nach dem Öffentlichkeitskalender der Landesregierung nimmt er heute ganztägig wohl an der CeBIT teil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir finden, eine Sitzung des Hessischen Landtages muss Vorrang haben vor solchen Terminen. Es gab früher einmal das Agreement, Bundesrat, andere wichtige Ministerpräsidentenkonferenzen, völlig unstrittig, haben wir auch nie mit thematisiert. Wir haben wiederholt im Ältestenrat über die Termine auch der Landesregierung gesprochen. Da werden die am Rande des Plenums oder zu Ende so gelegt, dass Abgeordnete erst gar nicht nach Berlin kommen können, es sei denn, sie müssten früher weg. Und deswegen halten wir einen solchen Vorgang nicht für akzeptabel. Wir erwarten das von unseren Mitgliedern, wir erwarten das auch von der Landesregierung. Und das ist auch Respekt gegenüber der Landesregierung.
Das Wort hat Herr Staatsminister Windermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie wissen doch gar nicht, was menschlich unanständig ist. Aber, lieber Herr Schmidt, ich kann Ihnen das, Herr Präsident, meine Damen und Herren, gerne erklären. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ihr Kollege PGF hat in der letzten Ältestenratssitzung Zirkus gemacht, um es genau zu sagen. Und ich sage jetzt noch etwas dazu, was menschlich ehrlich ist, zu Recht Zirkus gemacht, weil nämlich am Donnerstagabend eine Veranstaltung des Kultusministers in der Landesvertretung in Berlin gewesen ist. Herr Rudolph erinnert sich an die Diskussion. So ist es. Und ich habe Ihnen daraufhin erklärt, dass diese Veranstaltung nicht den Verabredungen entspricht, nur wenn nationale Treffen sind, wenn Ministerkonferenzen sind, Ministerpräsidentenkonferenzen sind, bundesratsbezogene Dinge sind, dass denn dort keine Veranstaltungen stattfinden. Die Veranstaltung findet am Donnerstag nicht statt. Das ist menschlich ehrlich. Zweite Bemerkung. Hätten Sie einmal gefragt bei mir, warum Herr Schäfer heute bei der CeBIT ist. Der macht keinen Messerundgang unter dem Gesichtspunkt, irgendwelche Kugelschreiber dort abzugreifen. Er ist als der hessische CIO, Central Intelligence Officer, wie das auf Neudeutsch heißt, und Mitglied des Nationalen IT-Planungsrates mit dem Nationalen IT-Planungsrat auf der CeBIT. Es handelt sich somit um eine nationale Veranstaltung, ein nationales Treffen. Und damit muss ich Ihre Kritik ausdrücklich zurückweisen, Herr Kollege Rudolph.